Ja, einen schönen guten Abend. Ich begrüße euch alle zu unserer heutigen Podiumsdiskussion, Podiumsveranstaltung. Wir wollen die Welt verändern, Bildungsproteste in Chile. Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. So ein voller Hörsaal ist ja gar nicht mal selbstverständlich für diese Veranstaltung. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass unsere griechischen Gäste, unsere griechischen. Symbolfigur der Studierendenproteste geworden.
Die Leserinnen und Leser der britischen Tageszeitung und The Guardian haben Camilla sogar zur Person des Jahres 2011 gewählt. Was nicht zuletzt zeigt, dass die chilenischen Proteste auch international sehr aufmerksam wahrgenommen werden. Dass dieser Promi-Status durchaus ambivalent ist, hat sie am Wochenende in einem Interview für die Süddeutsche Zeitung betont. Zumindest ist es dann, wenn eine ganze Bewegung nur mehr auf einzelne Personen und ihr Handeln reduziert wird. Schließlich begrüße ich José Moruga. José ist Mitglied der Leitung der chilenischen Metallarbeitergewerkschaft sowie Mitglied des Bundesvorstandes des chilenischen Gewerkschaftsverbandes. Und als solcher auch explizit an den sozialen Protesten der Studierenden beteiligt. Außerdem auf dem Podium Jutta Klaas, die für uns Übersetzung übernimmt. Ja, mein Name ist Andreas Merkens, ich mache die Moderation für die Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Ablauf der Veranstaltung wird jetzt noch ein kurzes Grußwort der GEW-Studis geben. Dann kommen unsere drei Gäste zu Wort. Wir haben vereinbart, dass jeder 10 Minuten spricht. Wir übersetzen es dann auch unmittelbar. Und dann habt ihr genügend Zeit, Fragen zu stellen und in die Diskussion zu gehen. Moin, ich bin Christian. Ich bin von der Studierendengruppe der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und von uns nochmal ein herzliches Willkommen an alle, auch von unserer Gruppe und auch noch vom Fachschaftsrat Erziehungswissenschaft. Wir freuen uns natürlich, dass so viele gekommen sind. Und natürlich freuen wir uns total darüber, dass wir hier die chilenischen Genossen begrüßen können. Wir freuen uns sehr. Compañeras y compañeros, bienvenido a Hamburgo. Die Gruppe der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vertritt eine auf Emanzipation abzielende Bildungspolitik. Für uns sind Bildungsfragen nicht von allgemeinen Gesellschaftsfragen zu trennen. Und deswegen ist unsere Bildungspolitik verbunden mit einer grundsätzlichen Herrschaftskritik. Unsere momentane Bildungspolitik, da haben wir Schwerpunkte, die sind im Moment kritische Bildungstheorie, Kritik an Rassismus und antikapitalistische Bildungsarbeit. Im Sommersemester werden wir in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Veranstaltungsreihe planen, die heißt Kritische Bildung und, ja, die wird dort stattfinden, die wird auch schon ganz interessant. Wir gehen davon aus, dass, obwohl es natürlich sozioökonomische und politische Verhältnisse in Chile und Deutschland unterschiedlich sind, dass wir einen gemeinsamen Kampf kämpfen, und zwar den globalen Kampf für emanzipatorische Bildung, die nicht durch die Interessen des Kapitals dominiert wird. Die Entwicklung, dass Bildung immer mehr zu einer Ware wird, ist weder vom Himmel gefallen noch für ewig in Stein gemeißelt. Sie ist Ergebnis einer bestimmten politischen Vorstellung von Bildung, und zwar der neoliberalen Vorstellung. Das lernende Subjekt soll noch viel stärker in die kapitalistische Form des Homo economicus gepresst werden. Dass diese neoliberale Form brüchig wird, liegt unter anderem daran, dass du und ich uns dagegen wehren und uns dagegen widersetzen, in diese Form gepresst zu werden. Dass Bildungsfragen grundsätzliche Gesellschaftsfragen sind, haben wir in Hamburg zuletzt 2008 erleben können, als wir den Volksentscheid eine Schule für alle einführen wollten. Dort hat sich in diesem Zusammenhang eine erstkonservative Initiative gegründet und hat mit einer kalkulierten Mischung aus Panikmache und Haltung und Behauptung versucht, halt ihre Bildungsprivilegien zu sichern. Dies war Kulturkampf von oben. Auch in den, auch bei den neoliberalen Umstrukturierungsversuchen an den Hochschulen gab es studentische Proteste, unter anderem den bundesweiten Bildungsstreik. Und wir würden uns wünschen, dass diese Veranstaltung eine Keimform ist für zukünftige Bildungsproteste.
emanzipatorische Idee der Bildung in die Zukunft tragen möchte, sei hiermit eingeladen, gegen die neoliberale Idee des herrschenden Kapitalismus vorzugehen. Ich freue mich jetzt nun auf einen spannenden Vortrag und eine spannende Diskussion mit den chilenischen Genossen über Bildung, Widerstand und progressive Gesellschaftsentwicklung. Den internationalen Ausschuss zu fördern, ist für uns nicht nur ein Akt der praktischen Solidarität, sondern auch eine reale Lernmöglichkeit über die Sprachbarrieren hinweg. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Übersetzerin. Vielen Dank beim Zuhören und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke. Hallo. Wie geht es euch? Bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores de este bonito encuentro y en particular a todos ustedes por estar aquí presentes para poder compartir algunas ideas y algunas experiencias. Vielen Dank. Vielen Dank erstmal an die Organisatoren dieser Veranstaltung und vor allem auch vielen Dank an euch, die ihr heute anwesend seid, um gemeinsam Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen. Voy a tratar de centrarme en el problema en particular de la educación y obviamente también en el desarrollo del movimiento estudiantil en Chile, ya que mis compañeros van a tocar otros elementos. Quiero decir también que voy a tratar de ser sintética, no abordando muchos elementos técnicos, dado el tiempo y las dificultades con la traducción, así que va a ser más que nada desde la perspectiva política. Ich werde versuchen, mich auf zwei Hauptprobleme zu konzentrieren, ohne große technische Hilfsmittel, damit später mehr Zeit für die Diskussion da ist. Zwei Problemschwerpunkte, einmal die Bildungsfragen und die Entwicklung, zweitens der Bewegung, unserer Bewegung in Chile. Die anderen Companeros werden andere Fragen, die wichtig sind für den Kontext, behandeln. Bueno, como primer elemento que hemos considerado muy importante señalar al mundo es que el movimiento del 2011 no fue un movimiento espontáneo, sino que producto de un proceso histórico que viene acumulando fuerza y acumulando también cierto grado de maduración política y orgánica en el mundo educacional. Was ganz wichtig ist festzuhalten ist, dass die Bewegung, die 2011 hörbar und sichtbar wurde, keine spontane Bewegung war, sondern eine Bewegung, die Ergebnis von verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen war, die vorher stattgefunden hatte und gleichzeitig eine Reife mit ausdrücken konnte aus Erfahrung, Lernen, aus den vorangegangenen Bewegungen. No fue un movimiento espontáneo, tampoco fue una conspiración contra un gobierno de derecha. El movimiento tuvo expresión el año 98 con reformas en el ámbito de la educación universitaria, en 2005 también con expresiones del movimiento universitario, en 2006 con la ya conocida Revolución Pingüina, en 2008, en 2009 con el Congreso Nacional de Educación, incluso en 2010 con el despliegue de los estudiantes para atender ante la catástrofe del terremoto. Ich möchte auch nennen, um diesen historischen Kontext deutlich zu machen, in dem sich unsere Bewegung einreiht. Es war einmal 98 die Reformen im Bildungswesen, die damals stattgefunden haben. Dann 2005, 2006 die sogenannte Pinguin-Revolution, das heißt die Bewegung der Schülerinnen der Sekundaria, die eben von der Uniform her wie kleine Pinguine aussieht, schwarz-weiß. Dann 2008, 2009 Universitätskongresse, die stattfanden, um die Frage der Bildung im Erziehungsbereich zu behandeln und 2010 die Forderungen, die von den Studierenden aufgestellt wurden angesichts der Ergebnisse der Schwerwiegenden, die 2010 stattgefunden haben. Incluso desde antes de la dictadura militar, que ya se venían dando importantes discusiones en torno a lo que debiese ser la educación pública, la reforma, por ejemplo, del 68, y
Y yo quiero con eso señalar que esto no es una pelea netamente de esta generación, sino que es fruto del trabajo de por lo menos tres o cuatro generaciones atrás. Ich hätte eben vergessen gehabt, zu erwähnen, dass es auch nicht um eine Verschwörung gegen die aktuelle Regierung geht. Die Studierenden haben schon lange vor der Militärdiktatur sich engagiert für eine bessere Bildung, erwähnt sei 68 vor auch in Chile, die Studierenden auf den Straßen waren. Es geht darum, von den Studierenden neue Ideen, neue Konzepte von Erziehung und Bildung auf die Straße zu bringen und Veränderungen zu erreichen. Muchos chilenos que están acá o en Europa, exiliados, hablan de lo que estoy hablando. Viele der Menschen, die hier in Europa im Exil leben, Chilenen, Chilenen, wissen das. Es sind drei bis vier Generationen von Diskussionen, die stattgefunden haben, auf denen wir aufbauen. Pero bueno, en 2011 logra hacer un poco síntesis de este proceso de discusión, de fortalecimiento de las organizaciones. Y en 2011 no solamente logra poder establecer un diagnóstico común de la crisis que vivía y que vive la educación en nuestro país, sino que logra develar que el sistema educacional está conscientemente hecho para la reproducción de las desigualdades en nuestro país. Das heißt, die Bewegung, die 2011 begangen war, eine Synthese der vorausgegangenen Bewegung, die sie vorher aufgezählt hatte. Die Grundlage war die Diagnose der Krise im Bildungsbereich und eine Einschätzung, die sagte, das Erziehungs- und Bildungssystem in Chile reproduziert die Ungleichheiten, die in der Gesellschaft vorhanden sind und verfestigt sind. La profunda desigualdad que aqueja a nuestro país no solamente tiene que ver con la distribución de las riquezas, sino que con la distribución de uno de los principales medios de producción intelectual, de producción inmaterial, que es la educación. Die Ungleichheit bezieht sich also nicht, die große Ungleichheit, die in Chile zu verzeichnen ist, bezieht sich nicht nur auf die Verteilung der materiellen Güter, sondern die Ungleichheit bezieht sich genauso auf die Verteilung der nicht materiellen Ressourcen, das heißt dem Zugang zu Bildung, zu besseren Chancen. Y este modelo, que buscaba el objetivo de la reproducción de la desigualdad a partir de la mala distribución de la educación, partió desde la dictadura militar con una de las principales reformas en la educación, que es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Das Modell, das diese Ungleichheiten im Bildungs- und Erziehungswesen reproduziert, stützte sich auf ein Gesetz, das unter der Militärdiktatur entwickelt und verabschiedet worden war, das organische Gesetz über Erziehungs- und Bildungspolitik. Uno de los aspectos principales de esa reforma es que establece garantía constitucional, por ejemplo, para la libertad de empresa, la libertad de inversión individual, finalmente, por sobre lo que es el derecho a la educación. El derecho a la educación en Chile no tiene garantía constitucional, y sí lo tiene la libertad de empresa. Diese unter der Militärdiktatur verabschiedete Reform garantierte das Unternehmertum, garantierte die Investition, aber es stellte gab keine Garantie für den gleichberechtigten Zugang auf Bildung. Esa importante reforma, sumado a otra serie de reformas que se hicieron tanto en el ámbito de la educación secundaria, educación básica y la educación superior, incluso durante los gobiernos de la Concertación, lo que conocen como socialdemocracia, determinaron que finalmente tuviésemos un sistema público absolutamente abandonado por el Estado, disminuido, cercenado. Wir haben uns vorher verabredet, dass ich besser übersetzen kann, wenn das nicht zu viel ist und vergessen ist, sagen, aber wenn ihr feststellt, ich habe was Wichtiges vergessen, sagt es mir bitte. Die andere Reform, die nach der Militärdiktatur
Diktatur verabschiedet worden waren, nämlich unter der Regierung der sogenannten Konzertation, also der sozialdemokratischen Regierung, betrafen alle Bildungsbereiche, also von der Grundschulerziehung über die Sekundarbildung und die weiterführende Bildung. Aber alle hatten zum Inhalt, das System der öffentlichen Bildung weitgehend zu reduzieren, um den Zugang für alle einfach jetzt nicht Bildung als öffentliches Recht zu vertreten, sondern um nur das Allernotwendigste im Bereich der Bildung zu garantieren. Con un Estado que se desentiende de proveer educación y garantizarla como un derecho, abandonando la educación pública y por otro lado relegándole esa responsabilidad al mercado, un sistema absolutamente privatizado en su matrícula, en su forma de financiamiento y obviamente la cantidad de instituciones que se abren en el ámbito privado sin ningún tipo de regulación por parte del Estado. Das heißt, der Staat zog sich mit diesen Gesetzen, den Reformgesetzen unter der konzertierten Regierung zurück, versteht Bildung nicht mehr als Rechtsanspruch für die jungen Menschen, sondern privatisiert weite Teile des öffentlichen Erziehungswesens, gibt die Finanzierung aus der Hand und gleichzeitig auch ohne Kontrolle der Erziehung, die dann in diesen privatisierten Institutionen abläuft. Y el desfinanciamiento de las instituciones públicas, la competencia por recursos del Estado entre instituciones privadas y públicas, los afanes de lucro de las instituciones privadas, la falta de regulación, hizo que tuviésemos un sistema profundamente segmentado ya socioeducativamente y un sistema finalmente dividido por clases sociales. El Ergebnis dieser Politik war ein Klassensystem in der Bildung. Das heißt, die öffentliche Bildung litt unter großen Finanzierungsmängeln, während die privaten Schulen, Universitäten über die Mittel verfolgten, weil es Gewinne mitmachte, eine gute Erziehung anzubieten, sodass Erziehung zur Klassenfrage wurde. Diejenigen, die nicht das Geld hatten, im öffentlichen Bereich zur Schule gehen mussten, eine minderwertige Bildung bekamen im Vergleich zu anderen. Lo que tenemos hoy día son instituciones para ricos, para pobres, instituciones que son netamente negocios y otras instituciones que son proyectos ideológicos donde se están formando las futuras élites económicas que son de las mismas familias que las que hoy día tienen el poder en nuestro país. Was wir also heute haben, ist ein zweigeteiltes Klassensystem, ein Bildungssystem für die Reichen, ein Bildungssystem für die Armen. Ein Bildungssystem, mit dem Geschäfte gemacht wird, ein Bildungssystem, mit dem in den Schulen für die reichen Familien, die das Geld haben, werden die Leute ausgebildet, die die zukünftigen die Macht im Land in den Händen haben. Pero el sistema, además de privatizado y segmentado, tiene otro elemento que es ser de mala calidad en general, independiente si público o privado, y mala calidad no solamente producto de los resultados que arrojan las pruebas estandarizadas de evaluación de la calidad, sino que mala calidad en relación a los sujetos que está formando este sistema educacional. Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Erziehungs- und Bildungsbereich ist die Qualität der Ausbildung der Bildung schlecht. Schlecht nach den Maßstäben, nach internationalen Maßstäben, die die Qualität der Lernfortschritte mit entwickeln. Schlecht aber auch in Bezug auf das Bild von Schüler, von Mensch, das in den Schulen entwickelt werden soll. Una de las reformas que se hicieron en el sentido de la calidad fue, por ejemplo, reestructurar los programas de la educación básica y, por ejemplo, eliminar la obligatoriedad de la educación cívica. Y hoy día hace poco, además, en la educación básica y media se ha eliminado la obligatoriedad de las horas de música y de arte, además de la disminución de horas de historia. Es decir, que tenemos un objetivo político atrás que es no formar estudiante, sujeto, integral, ¿cierto?, con vocación cívica, con vocación democrática, sino que autómatas, reproductores de lo que se les enseña y por tanto reproductores de un modelo determinado.
Reformen, die eigentlich die Qualität der Bildung verbessern sollten, hatten aber folgende Schwerpunkte. Im Basisbereich, das heißt, was unsere Grundschule hier entspricht, wurden Fächer gestrichen. Fächer wie Musik, wie Kunst, wie das bei uns Gesellschaftskunde heißt oder Sozialkunde heißen würde. Es wurde reduziert in den weiterführenden Schulen der Anteil im Fach Geschichte. Das heißt, also ein Bild von einem Schüler, der im Grunde genommen nur ein äußerst reduziertes Wissen hat und die allseitig umfassend gebildeten Menschen, die bleiben auf der Strecke. Y en la educación superior pasa un poco lo mismo. Las instituciones privadas hoy día son más que nada fábricas de profesionales y fábricas de técnicos, y la mayoría endeudados. Y por otro lado, la educación pública, altamente disminuida, igualmente está hegemonizada por los criterios de mercado y depende de las leyes del mercado. Die öffentliche weiterführende Bildung, also auf nach Abiturbereich würde ich das so übersetzen, konzentriert sich darauf, eine Art Fabrik zu sein, eine Fabrik für Techniker, eine Fabrik für Professionisten, die aber hoch verschuldet sind und ein sehr reduziertes Allgemeinwissen haben. Ähnliches ist im öffentlichen Bereich festzustellen. Bildung ist eine Ware geworden und der allseitig gebildete Mensch ist nicht mehr verlangt. Se han disminuido, por ejemplo, contenidos que permitían una formación crítica o incluso carreras del área humanista que permitían también una visión crítica producto de no ser rentables en el mercado. Alles, was nicht auf dem Markt verwertet werden kann oder soll, das heißt also humanistische Bildung, kritische Gesellschafts- und Geisteswissenschaften, die Studiengänge wurden reduziert oder gestrichen, weil Kritik nicht gefordert wird. In Synthese, lo que se hizo durante la dictadura militar y se profundizó con los gobiernos de la concertación, no solamente fue permitir un amplio negocio con un derecho tan básico como la educación, sino que lo que se buscó principalmente fue colonizar el pensamiento crítico que se estaba formando al interior del sistema público. Y ese pensamiento que tenía capacidad transformadora, que no solamente producía autómatas, profesionales reproductores del aparato productivo, sino que sujetos de transformación. Y esa fue la principal crisis desatada por la educación, no solamente el endeudamiento, sino que la capacidad de que a través de la educación se formaran los ciudadanos que permitiesen transformar las actuales condiciones de nuestro país. Zusammengefasst kann Folgendes festgestellt werden. Seit der Militärdiktatur, gefolgt von der Regierung der Konzentration, wurde Bildung zur Ware, wo das Ziel in kritischen studierenden kritischen Menschen heranzubilden, der in der Lage ist, auch transformatorische gesellschaftliche Prozesse zu denken, zu überlegen, darüber zu diskutieren, das sollte Wissenschaften sich mit Fragen von Gesellschaft und Veränderung auseinanderzusetzen, die wurden mit diesen Reformen, nämlich jetzt das mal in Anführungszeichen gestrichen. Das heißt, die Studierenden sollen nicht mehr Subjekte von Veränderung sein, sondern Objekte der Nutzbarkeit für das Gesellschaftsmodell, das in der Macht ist. Bueno, para llegar a la profundidad de esta demanda no fue algo fácil. De hecho, tuvimos mucha dificultad en el camino de capacidad de unificación, siendo de dar los debates, de llegar a la población. Y hoy día todavía seguimos enfrentándonos a serias dificultades en el movimiento que ya evidentemente dejó de ser estudiantil. Por ejemplo, cuestiones internas de nuestras propias organizaciones, ¿cierto? Pero también elementos externos como los constantes ataques de los medios de comunicación, de las autoridades de gobierno hacia movimientos inteligentes, la manipulación mediática también que se ha generado a partir de nuestras demandas, la cooptación de nuestras demandas para transformarlas en respuestas por parte del gobierno afines a sus objetivos políticos y evidentemente también evidentemente también
la fuerte represión que en nuestro país no solamente se dio en 2011, sino que se viene dando hace mucho tiempo, nunca ha desaparecido, pero que se expresó con mayor fuerza este 2011. Zusammenfassen kann, die Kultur der Forderungen der aktuellen studierenden Bewegung, die aufzustellen, sich auf gemeinsame Forderungen zu einigen, war nicht einfach. Es gab einen schwierigen Weg dorthin. Was bisher erzählt werden konnte, ist, es handelt sich heutzutage nicht mehr nur um eine Bewegung der Studierenden, sondern es ist eine soziale Bewegung, an der andere soziale Akteure mit beteiligt sind. Eine Bewegung, die größer geworden ist, aber nach wie vor unter erheblichen Schwierigkeiten und vor allem Angriffen leidet. Angriffen von Seiten der Regierung, Angriffen von Seiten der Medien, gegen die Bewegung, gegen die Proteste, gegen die Demonstrationen. Es findet eine Instrumentalisierung teilweise der Forderungen statt, die von den Studierenden und den anderen Bewegungsteilnehmern aufgestellt wurden. Das heißt also, Veränderung, Verdrehung der Forderung und was vor allem zugenommen hat, ist die Unterdrückung des Widerstands, eine Unterdrückung, die gerade im vergangenen Jahr besonders heftig war. Bueno, una de las más importantes fue evidentemente la intransigencia de un gobierno de derecha, fuertemente de derecha, pero también la institucionalidad política. Y eso hizo que en 2011 el movimiento no lograra ganar sus reivindicaciones particulares. Pero sin embargo, lo que ganó el movimiento, y en eso fue muy exitoso, es lograr un profundo cambio cultural en nuestro país, que nos permite hoy día empezar a visualizar un nuevo proceso de cambio que no solamente nos haga recuperar nuestro derecho a la educación, sino que nos permita avanzar en una verdadera democracia para nuestro país. Muchas gracias. Euro,
Es ist das einzige Einkommen für den Großteil der Ausbildung. Finalmente, cada trabajador, y usted haga un ejercicio acá, por favor, también, para que también hagan esa evaluación. Pero en un grupo de tres personas nos está quedando 20 centavos de euro diario. Wenn man alles umrechnet, wofür, ich übersetze ganz kurz, weil ich muss mit dem Laptop aber umdrehen, was für Steuern, was für Licht, Wasser, Gas, Transport und so weiter ausgegeben werden muss, kommt man zu dem Ergebnis, dass für eine Familie, bestehend nur aus drei Personen, pro Person täglich 20 Centavos zur Verfügung stehen für andere Ausgaben. Esa, frente a esa realidad y ante los precios más caros que acá, nosotros, incluso sindicalmente, ha sido muy difícil desarrollar el movimiento sindical en estas condiciones, porque evidentemente con esta cantidad de dinero, ¿quién va a pagar por una cuota sindical? Man muss im Hinterkopf haben, dass die Preise in Chile teilweise höher sind, also für Lebensmittel und andere Sachen, als hier in der Bundesrepublik. Das sind ganz ordentliche Sachen. Das heißt also, die Gewerkschaftsbewegung leidet daran, dass die Menschen das Geld zum Überleben brauchen und nicht irgendwo ihren Gewerkschaftsbeitrag zahlen zu können, was natürlich die Bewegung schwächt, wenn sie nicht über die entsprechenden Mittel verfügen. A esto se llega cuando no hay derecho a huelga, cuando no hay derecho a negociación colectiva y cuando no hay derecho a sindicalización. Besonders schwierig für die Lage, wenn man weiß, dass es in Chile kein Streikrecht gibt, kein Recht auf kollektive Auseinandersetzung und kein Recht auf den entsprechenden Tarifvertrag. Continuando con esto, durante el 2011 se sucedieron diversas protestas sociales desde que comenzó el año hasta hace muy poco tiempo atrás, y principalmente lo que nos afecta a los trabajadores y nuestras demandas voy a representar en algunos videos y voy a ir relatando y paralelamente la compañera traduciendo los videos que indica más o menos el malestar y cómo nos fuimos fusionando trabajadores y estudiantes en la unidad de acción. Gleich wird mit Hilfe von kleinen Videoclips euch geschildert, wie die Proteste im vergangenen Jahr seit Januar immer größer wurden, immer mehr Bewegungen, soziale Gruppen und Bewegungen sich daran beteiligt haben, wie die Unzufriedenheit auf den Straßen hörbar und sichtbar wurde. Das wird jetzt gleich gezeigt. Bueno, vamos a empezar con un video que es una anécdota, que en realidad íbamos a protestar en contra del sistema de pensiones chileno. Kurzer Clip, der eigentlich eine Anekdote ist. Es ging um eine Demonstration zu den Pensionen in Chile. Y lamentablemente estaba cerrado. Leider war die Instanz, die demonstrieren sollte, geschlossen. Por lo que no nos quedó otra opción que ir a tomarnos el Ministerio del Trabajo. La acción war die Besetzung, also die geplante Besetzung des Arbeitsministeriums. Fíjense la velocidad con que llega la policía chilena. Empezamos a generar una acción que era totalmente reivindicativa. Und so begann unsere Aktion, die ganz einfache, konkrete Forderungen hatten. Y justo en frente
nosotros, al frente del Ministerio de Trabajo de Chile, está la empresa, la Casa Central de Codelco. Codelco, la empresa del pobre. Genau, gegenüber vom Arbeitsministerium ist das Kupferunternehmen von Chile. Adivinen, quién estaba ahí. Und erratet mal, wer dort war. Los estudiantes. Es waren die Studierenden. Qué importante que ustedes observen cómo lo... Ahí está Codelco, esa es la empresa que les hablaba. Los estudiantes. Verfolgt das Video genau, also jetzt gerade was das Kupferunternehmen betrifft und was im Video die Studenten machen. Y ahí estamos compartiendo ambos la manifestación, donde se lee la lectura de lo que exigen los estudiantes. Es wird vor dem Gebäude sowohl der Forderungskatalog der Studierenden verlesen als auch der der Arbeiter. En donde ya las demandas iban más allá de la educación, exigían la renacionalización del cobre. Das heißt, es wurden da schon Forderungen entwickeln, die weit über die ganzen konkreten Sachen hinausgehen, nämlich hier die politische Forderung der Renationalisierung der Kupfer. Y estudiantes y obreros llamaban al paro nacional. Und Studierende und Arbeiter zusammen riefen gemeinsam zum Generalstreik. Y así se fue generando una mesa social entre los actores que estaban movilizados y que era necesario sentar en la mesa de los trabajadores, estudiantes, pobladores, las organizaciones todas sociales, inclusive no perdiendo de vista también a los pueblos originarios como los mapuches que estuvieron en la mesa. Die sogenannten sozialen, ich nenne es sozialen runden Tische, um so eine Ahnung zu haben, wer dort zusammen gemeinsam überlegt, was die nächsten Schritte sein können. Soziale Tische, an denen sowohl die Studierenden, die Arbeiter, Arbeiterinnen, Vertreter, Menschen aus den verschiedenen Stadtteilorganisationen, aber eben auch die Ureinwohner Chiles, die Mapuches, unter anderem mit dabei sind, um gemeinsam zu überlegen, was die nächsten Schritte sind. Manifiesto que incluye las principales demandas sociales y políticas que dará a conocer Carol un rato más y que principalmente como la importancia ideológica de este manifiesto es que establece la manera de cómo avanzar en los cambios. Gemeinsam erarbeitet wurde von diesem sozialen runden Tisch ein Manifest, auf das Carol nachher genauer eingehen wird. Wichtig ist aber hervorzuheben die gemeinsam entwickelte Ideologie, die diesen Manifest zugrunde liegt. Bueno, la parte más importante del documento para el tema del avance está puesto en esas viñas, ¿ya? Que hablan de que no se va a resolver en los marcos de la actual institucionalidad, ni tampoco con los consensos populares que nos tuvieron 20 años, porque todo ello no representa a las grandes mayorías. Das Wichtigste ist hier blau unterlegt, ich übersetze es mal. Die gegenwärtige Situation kann nicht dadurch gelöst werden, kann nicht im Rahmen der aktuellen Institutionen und Institutionalität gelöst werden, auch nicht den Konsensbemühungen auf Führungsebene, also dass immer nur die obersten Vertreter von irgendwelchen Organisationen und Institutionen zusammensetzen, die nicht die großen Mehrheiten vertreten. Es ist der Augenblick gekommen, in der
die, organisierten, die organisierte soziale Welt sich machtvoll erheben muss, um grundsätzliche Veränderungen zu erreichen, die in diesem Land nötig sind. Y en el Día del Paro Nacional decidimos la siguiente estrategia. El primer día teníamos que vaciar los centros de las ciudades y concentrarnos en el territorio. Esta es la comuna de Quilicura, donde están concentradas los barrios industriales más grandes del país. Als der national, also der landesweite, bundesweite Streik begann, hatten sie folgende Strategie, da der Streik über mehrere Tage gehen sollte. Am ersten Tag ging es darum, an den wichtigen Industriestandorten, dort wo die großen Unternehmen und Fabriken sind, dort zu sein, das heißt also die normalen Zentren und Plätze, wo man sonst demonstriert, zu verlassen. En donde dimos lectura justamente a este manifiesto que estaba antes del video. Und dort wurde das Manifest verlesen, das Dokument, von dem vorher schon die Rede war. Siguiendo con el orden del día. Und jetzt mit der Tagesordnung. Es que tenemos, usamos instructivo. inauguramos en la tarde, noche, ¿ya? A la hora de las noticias, a las 9 de la noche principalmente. Las protestas con marchas, caceroleos, se inició principalmente en la sede de la CUT local. Am Abend zur Nachrichtenzeit, was die Uhrzeit war genau überlegt und geplant, gab es die Demonstration begleitet durch das Topfschlagen, das schon lange in Chile eine der wichtigsten Protestformen ist. Um von den lokalen Stellen der CUT, also des Gewerkschaftsverbandes, loszuziehen. Se apagaron muchas teles esa noche. Viele Fernseher waren am Abend ausgeschaltet. Y se convirtieron y se dieron los pasos para que todos se manifestaran. Und Ziel war, dass ganz viele auf die Straße kommen, um mit zu demonstrieren. Para darle paso ya a una protesta con acción directa. Um Platz zu machen für direkte Aktion. Por lo tanto, llevamos a cabo lo que decimos y lo hacemos. Also das, was wir uns vorgenommen hatten, das haben wir auch umgesetzt. Al otro día, no hay un cuento, al otro día llenamos el centro de la ciudad haciendo, obviamente, cuatro columnas por todos los sectores, generamos un caos y después avanzamos en octubre en un plebiscito nacional por los trabajadores de la educación, votando más de 2 millones de chilenos en el extranjero y en Chile para cambiar la educación. Así que esas son las formas que queríamos expresar como trabajadores fundidos en las demandas sociales y políticas del pueblo chileno. Gracias. Am zweiten Tag des Generalstreiks konzentrierten sich die Aktionen auf das Zentrum der Stadt oder der Städte. Ich würde es als Sternmarsch bezeichnen, vier große Demonstrationszüge trafen sich im Zentrum. Weiterhin gab es eine weitere Aktion im Oktober, eine Art Volksabstimmung zum Thema Erziehung, Erziehungssystem, an dem eine Volksbefragung, an der 2 Millionen Menschen teilnahmen, auch Chilenen, Chilenen, die im Ausland lebten, nahmen daran teil.
fragte eben, weil ich das entweder nicht mitgekriegt hatte, 90% der Teilnehmenden am Plebiszit unterstützen die Forderung der Gewerkschafts- und der Studierendenbewegung nach grundlegenden Reformen im Bildungsbereich. De la invitación que nos ha hecho la Fundación Rosa Luxemburgo y los sindicatos de Alemania. Wir sind sehr zufrieden und froh, hier sein zu können und danke nochmal an die Einladenden von der Rosa Luxemburg Stiftung und von der NEB. Y bueno, yo quiero contarles un poco cómo se dio este proceso, tal como y complementando lo que decían mis compañeros, entendiendo que esto no fue espontáneo. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, wie dieser Prozess, von dem beide meine Kompaniere schon gesprochen haben, wie der sich entwickelt hat, da ja schon klar war, es war nicht spontan entstanden. Tal como decía Jorge, este movimiento se caracterizó por ser un movimiento pacífico, muy alegre y con muchas alternativas de movilización. Was Jorge schon erwähnt hat und gezeigt hat, war, dass die Demonstrationen, die Aktionen, die stattgefunden haben, friedlich, fröhlich waren und gerichtet waren, die Forderungen, den Forderungen Gehör zu verschaffen, die die Menschen betrifft. Sin embargo, esto no fue un proceso que se dio un día para otro, sino que fue una acumulación de muchos años de resistencia y lucha de distintos tipos. Por lo menos desde el año 2005, donde los estudiantes universitarios también salíamos a las calles por reivindicaciones económicas. Was ebenfalls schon erwähnt worden war, diese Proteste sind eine Art Kulminationspunkt von der langen vorhergegangenen Geschichte von Protesten, Demonstrationen, Streiks. Ein ganz wichtiger war der Streik 2005 der Universitätsstudentinnen und Studenten, wo es vor allem um ökonomische Forderungen ging. Y el año 2006 los estudiantes secundarios le dan una gran lección a Chile con este gran proceso que fue el pingüinazo. Im Jahr 2006 gaben die Schülerinnen der Mittel- und Oberstufe im sogenannten Protest oder Revolution der Pinguine wegen der Kleidung dem Land eine ganz große Lektion, was Entschlusskraft und Einsatz betrifft. Después de la dictadura militar de 1973, en nuestro país se dieron muchos años, más de 45 años, de una suerte de estancamiento social donde parecía ser que Chile, después de la recuperación de la democracia, no vivía ninguna crisis. Nach der Militärdiktatur erschien es 45 Jahre lang ungefähr, als ob es in Chile einen sozialen Stillstand gäbe. Keine weitere Entwicklung, die Demokratie institutionalisierte Art war erreicht, aber soziale Veränderungen fanden nicht statt. La socialdemocracia hizo parecer al mundo que vivíamos y gozábamos de un gran triunfalismo económico. Die Sozialdemokratie verbreitete den Eindruck, dass die Menschen zufrieden sind, dass die Entwicklung im wirtschaftlichen Bereich, die stattgefunden haben, für die Menschen positiv sind. Tan así fue que incluso con el gobierno de Bachelet, Chile, ese país pequeño, cierto, al sur, entraba a la OCDE. Das führte so weit, dass unter der Regierung von Bachelet Chile ein sehr kleines Land der OECD, also den 20 mächtigsten Industrienationen, so werden sie immer beschrieben, weiter. Estuvimos sometidos por años a un exitismo absurdo, donde no se mostraba y se naturalizaba la desigualdad. Wir lebten in dieser Zeit im Zustand, wo die Ungleichheit in der Gesellschaft immer weiter zunahm. Also als natürliche, also als Naturgesetz erschien die Ungleichheit, die gesellschaftspolitisch erzeugt worden war. Como ya dijeron mis compañeros anteriormente, nosotros fuimos víctimas de un experimento de los Chicago Boys que implementaron el neoliberalismo no solamente en Chile sino que en toda América Latina.
Was vorher schon skizziert war, Chile war Opfer eines Experiments der sogenannten Chicago Boys. Also Chile war das Land, in dem zum ersten Mal das neoliberale Modell umfassend umgesetzt wurde. Este modelo se empezó a expresar de distintas maneras. Una de ellas fue precisamente la restricción del Estado y su rol en los servicios básicos del ciudadano. Eine der wesentlichen Charakteristika des neoliberalen Modells war die Reduzierung der Aufgaben und der Rolle des Staates in der Gesellschaft. No solo se privatizó la educación, sino que también aquí ha habido un proceso progresivo de privatización de la salud, de las carreteras, de los derechos más básicos de todos los chilenos durante todo este proceso de implementación y consolidación del neoliberalismo. Der Rückzug des Staates und die Privatisierung vormals öffentlicher Aufgaben bezog sich also nicht nur auf den Bereich des Bildungswesens und der Erziehung, sondern auf den Bereich des Gesundheitswesens, der Infrastruktur und viele andere gesellschaftspolitische Bereiche. Se realizaron diversas reformas laborales que fueron vulnerando los derechos más básicos de los trabajadores y restringiendo su posibilidad de sindicalización. Es wurden Arbeitsgesetzreformen durchgesetzt, die Rechte der Arbeitenden drastisch verringerten und erstritten. Disminuyó progresivamente el gasto público. Die öffentlichen Ausgaben sanken immer weiter. A pesar de que se mostraba hacia el mundo que disminuía la pobreza, paradójicamente aumentaba la desigualdad. Der Welt konnte im Paradox gezeigt werden, dass zwar statistisch gesehen die Armut in Chile abnahm, die Ungleichheit aber gesellschaftlich zunahm. Con esto lo que podíamos conjugar y sintetizar en la implementación del modelo fue definir una política de mercado nacional. Zusammengefasst kann man sagen, neoliberale Politik bedeutete die Politik einfach des freien Marktes massiv in allen Bereichen umzusetzen. Cuando retornó la democracia, todo nuestro pueblo esperanzado pensaba que las cosas iban a cambiar, pero sin embargo eso no fue así. Die Hoffnung, dass mit der Rückkehr der Demokratie auch andere gesellschaftliche Veränderungen stattfinden würden, war in der Bevölkerung breit vorhanden, erfüllte sich aber. Ya no éramos presos de un tirano, pero sí éramos presos de un modelo y hasta el día de hoy lo estamos. Wir waren zwar nicht mehr Gefangene eines Tyrannen, aber Gefangene eines Wirtschaftsmodells. Die Regierung der Konzertation behielt das Modell bei, verpasste ihr allerdings eine andere Schwingkurve, stylte es anders und erklärte, dass mit diesen Veränderungen alles zum Besten sich entwickeln wird. Eine Straßengesellschaft. Eine Straßengesellschaft. Also, dass die Spaßgesellschaft jetzt im Mittelpunkt steht. Esto no se fue dando de forma aislada, sino que se dio en el contexto de una crisis mundial del capitalismo. Diese Entwicklung geschah im Kontext der Krise auf globaler Krise in Weltmarschall. Lo que fue generando una acumulación de indignación y de malestar ante los ciudadanos que ya no solamente veían que aumentaba la desigualdad, sino que había un abuso en la distribución de la riqueza. Diese Bedingungen führten dazu, dass die Empörung, die Unzufriedenheit der Menschen zunahm, eine Unzufriedenheit über die Ungleichheit und die Verletzung ihrer Rechte, die tagtäglich stattfand. Nuestro país tiene uno de los niveles más bajos de satisfacción con la vida. Unser Land gehört zu denjenigen, die den geringsten, die
geringste Erfüllung von Lebensstandard haben. Schwach, also was das Leben lebenswert. Hay encuestas que arrojan que más del 84% de la población cree que el crecimiento económico no se ve reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida. Der Widerspruch zwischen Lebensqualität und wirtschaftliche Entwicklung wird deutlich, dass in der Umfrage 84% der Menschen äußerten, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Land nicht dazu beigetragen hat, dass die Lebensqualität für die Menschen sich verbessert. Sin embargo, la dictadura dejó una generación que los prisioneros dijeron muy claramente se quedó pateando piedras. Die Diktatur hat eine Generation hinterlassen, Gefangene der Diktatur im weitesten Sinne des Wortes, die einfach auf der Erde stampfen. Das ist eine Musikgruppe und ich hatte verstanden, es gab ja auch ganz viele politische Gefangene. Also, das heißt also, diese Musikgruppe gibt Ihnen irgendwie dann den Inhalt des Lebensgefühls der Generation seit 90er Jahren wieder. Danke. Sin embargo, esa generación perdida, esa generación atemorizada, esa generación que no se atrevió a decir y a denunciar y a protestar por estas desigualdades, hoy día está cambiando por esta nueva generación que sí nos hemos atrevido. Die Generation, die durch den Terror der Militärdiktatur verängstigt war, unterdrückt worden war, sich nicht wehrte, nicht protestierte, wird heute durch eine neue Generation motiviert mitzumachen, sich zu wehren, Widerstand zu leisten gegen die Bedingungen, die sie vorfinden. Con esto no queremos desmerecer el rol que jugaron los jóvenes de ayer, porque su experiencia nos ha nutrido mucho para proyectar el futuro. Mit dem, was ich eben gesagt habe, soll das soll nicht heißen, dass die Jungen, die damals unter der Diktatur litten und lebten, dass sie nicht gekämpft haben. Wir haben von deren Kämpfen und Erfahrungen gelernt und aus diesen Kämpfen und Erfahrungen heraus konnten wir unsere Forderungen und unsere Aktionen entwickeln. Lo más complejo de la implementación del modelo, más allá de las políticas económicas, de las políticas neoliberales implementadas, es la hegemonía cultural que ha calado a lo más profundo de estas nuevas generaciones que, a pesar de tener valentía, hace muy poquito tiempo atrás tenían poca conciencia. Das Komplexe am Neoliberalismus ist ja, dass er nicht nur im politischen, im wirtschaftlichen, im sozialen Bereich alles durchdrängt und prägt, sondern dass die auch im kulturellen Bereich der Neoliberalismus ja, seine Hegemonie zeigt, was bedeutet, dass die jungen Leute oft erst anfangen müssen, aktiv zu werden, sich zu wehren, bewusst sein zu. Y esa es una de las grandes victorias que tuvo el año 2011. Quizás no ganamos concretamente la gratuidad de la educación, porque el gobierno no lo permitió. Und das war einer der ganz großen Erfolge der Bewegung jetzt im vergangenen Jahr 2011, auch wenn wir unsere Forderungen nicht umsetzen konnten. Alle konnten das Bewusstsein, das politische, das kulturelle Bewusstsein der Teilnehmenden weiterentwickelt werden. Pero sí logramos generar un importante cambio de paradigma cultural que es el que hoy día se expresa con la apertura de las conciencias de todo un pueblo. Was wir erreichen konnten, war ein Wechsel, eine Veränderung im kulturellen Paradigma. Das heißt also, Leute, die vorher kein umfassenderes Bewusstsein von ihren Lebens- und Alltagsbedingungen hatten,
sind, nehmen heute aktiv teil auch darüber an den Diskussionen, was verändert werden muss. El movimiento estudiantil logró dar ciertos pasos iniciales en la apertura de un proceso que, tal como decía Jorge recién, pasó de ser un movimiento estudiantil a un gran movimiento social. Die Studierendenbewegung schaffte es, eine Öffnung zu schaffen zu anderen gesellschaftlichen Sektoren und gesellschaftlichen Gruppen, sodass das entstehen konnte, was Jorge vorher skizziert hat. Eine gemeinsame Bewegung, in der Studierende, Arbeiterinnen und Arbeiter und andere soziale Gruppen teilnehmen. Este movimiento logró. Este movimiento logró desnudar la desvergonzada concentración del poder económico y político. Diese Bewegung schaffte es, die Masken, nenne ich das hier, oder übersetze es frei, die Masken der bestehenden Macht runterzureißen, um zu zeigen, was für eine beschämende, unmenschliche Politik in allen Bereichen betrieben wird. Ya no podíamos seguir aguantando que los más ricos de nuestro país sean más de 800 veces, tengan más de 800 veces su ingreso que los más pobres. Wir wollen nicht mehr ertragen, dass die Spaltung der Gesellschaft in sehr Reiche und sehr Arme weiter stattfindet. Ein Reichtum, der in Chile bedeutet, dass eine kleine Gruppe mehr als 280 Mal so viel an einem Tag verdient wie in einfacher Arbeit. El poder económico se concentra en 114 familias, dentro de las cuales están los Luxig, los Ayer, los Angelini e incluso los Piñera. Bueno, y así muchos otros más. Es werden gerade noch Namen zugerufen. Die Aussage ist, in Chile konzentriert sich der Reichtum auf 114 Familien. Es fällt mir jetzt schwer, alle Namen zu wiederholen, glaube ich, ist auch nicht nötig. Aber einfach deutlich 114 Familien, die den gesellschaftlichen Reichtum im Land konzentrieren. Ja, wir ziehen selber deine Stellung auf die Frage, ich gehe darauf. Por esa razón, es que hoy día ya no solamente se demanda educación pública, gratuita, de calidad y para todos. Eine der wichtigen Forderungen, die wir haben, ist eine öffentliche, qualitativ gute, hochwertige Bildung für alle. Sino que, además, el movimiento social ha puesto sobre la mesa la necesidad de generar una gran reforma tributaria. Der runde Tisch, von dem vorher schon die Rede war, hat gefordert, dass es eine umfassende Steuerreform geben muss. Porque en Chile los empresarios pagan menos impuestos que los individuos y los más ricos pagan menos impuestos que los más pobres. Und den kann man sagen, in vielen anderen Ländern auch zahlen die Reichen, die Unternehmer weniger Steuern als der einfache Arbeitende. Queremos y exigimos lo que la dictadura nos quitó, que es renacionalizar nuestro cobre para poder nosotros gozar de las riquezas naturales que nos entrega Chile y no las transnacionales extranjeras. Eine weitere Forderung, die unsere Bewegung vertritt, ist die Renationalisierung der Kupfervorkommen. Das heißt, unter der Militärdiktatur wurde der Kupferabbau privatisiert und die Nationalisierung, Renationalisierung, dass es der Gesellschaft zugutekommt, der Reichtum, also nicht nur was den Kupfer betrifft, sondern alle Bodenschätze und andere Vorkommen sollen in gesellschaftlicher Hand zurückkommen. En Chile se discute hoy día. En Chile se discute hoy día la importancia de generar una reforma importante al sistema binominal electoral
porque es necesario que además los chilenos en el extranjero hagan valer su derecho a voto. Eine wichtige Forderung ist die Veränderung des Wahlrechts, und zwar Wahlrecht auch für die im Ausland lebenden Chileninnen und Chilenen. Y por último, es muy necesario, y así lo han dicho todos los chilenos, tal como también lo dijo Jorge recién, hemos demandado la importancia de cambiar, transformar en lo absoluto la constitución que heredamos del gobierno militar, de la dictadura militar, porque ya no podemos seguir soportando esa constitución antidemocrática. Eine weitere Forderung ist die der radikalen Veränderung oder Neuarbeitung der Verfassung, um die antidemokratischen Inhalte der Verfassung, die noch aus Zeiten der Diktatur stammt, zu überwinden. Frente al gobierno de derecha, que hoy día solamente cuenta con el 23% de aprobación. Angesichts einer Regierung, einer rechten Regierung, die faktisch nur von 23% der Bevölkerung gewählt und getragen wird. Las tareas que como movimiento social tenemos por delante son muy grandes, son muy ambiciosas y queda mucho por hacer todavía. Sind die Aufgaben, die vor uns stehen, unheimlich groß, sehr ehrgeizig und es gibt viel zu tun. Si bien los jóvenes hemos tenido un rol fundamental en este proceso, auch wenn es wir jungen Leute waren, die eine ganz wichtige Rolle in diesem Prozess gespielt haben und spielen, esta no es una lucha etaria, sino que más bien es una lucha de clase. Der sich nur auf einen gesellschaftlichen Sektor begrenzt, sondern ist ein Klassenkampf. Por esta razón es que hoy día estamos dispuestos a seguir fortaleciendo el movimiento social que se expresó durante todo este año en las calles, pero también a dar la disputa institucional para sacar a la derecha del gobierno. Muchas gracias. Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft NGG war 2002 in Chile. Ich habe zwei Bitten. Dass diese Veranstaltung heute ist, haben wir einer Frau zu verdanken, der Ärztin Ruth Kries, die die erste war, die mit der Maschine nach dem Putsch mit ihren vier Kindern nach Frankfurt kam. Ihr Mann wurde als Arzt in Unidad Popular ermordet. In Temuco ist das Krankenhaus für ihn benannt.
wir sammeln Unterschriften, wir haben in Frankfurt, Würzburg, Saarbrücken Hunderte gekriegt, damit endlich aufgeklärt wird, dass Ruth Kries weiß, wo ihr Mann ist, die Kinder, wo ihr Vater ist und dass die Verbrecher in Chile vom Gericht kommen. Osterlachen. Der Kampf braucht Geld. Wir hatten in Frankfurt mit 400 Teilnehmern die größte Südamerika-Veranstaltung der letzten 10 Jahre. 250 in der Kleinstadt Würzburg. Über 100 in Saarbrücken. So viele hier. Wir gehen morgen nach Dortmund. Übermorgen ist der Höhepunkt Braunschweig. Wo hat es gegeben? Bei VW wird eine Versammlung welcher Arbeit mit Ihnen gemacht. Das sind in Tränen, danach sind Sie in Stockholm, dann sind Sie in München, in Berlin und zum Abschluss sprechen Sie auf der großen Metallarbeiterkundgebung in Rom bei Fion. Ich bitte um alle Unterschriften und rechts wie Geld. En Chile. Bueno, yo soy Polo Ramírez, trabajo algunos años aquí con respecto a la, principalmente trabajo solidaridad con Chile. También soy miembro, trabajo aquí en la Universidad de Hamburgo, soy miembro también del comité. El trabajo justamente en la universidad. Principalmente la importancia que tiene el trabajo que se ha hecho a nivel universitario. Lo mismo que están haciendo, lo que está pasando en Chile, se está pasando aquí. O sea, principalmente con respecto no solamente a la situación de los trabajadores en la universidad, sino la consecuencia que tiene para los estudiantes aquí en Hamburgo. Principalmente para los estudiantes de inmigración, de los inmigrantes, que también a ellos se les hace más difícil con todas las leyes que hoy día están poniendo. Ok. Also ich wollte nur konkret, mein Name ist Polo Ramirez, ich bin auch hier in der Uni, ich bin auch ein Personalratmitglieder und ich wollte nur sagen, hier in der Universität in Hamburg, die ganze Situation von der politischen Richtung, von der SPD hier in Hamburg, die versuchen auch diese Spaßmaßnahme, ist Konsequenz für die alle Mitarbeiter hier in der Uni, auch für die Studenten. Und deswegen, diese Neoliberalismus-Politik, das hat genauso in der Richtung in den letzten Jahren hier in der Uni Hamburg. Und wir müssen wirklich Widerstand hier uns leisten. Wir haben gerade gemacht, da habe ich noch nicht in Spanien gesagt, in der Universität in Hamburg, die Druckerei, die wollten privatisieren und konnten wir die ganze Universität mobilisieren. Und deswegen, die einzige Abteilung haben wir geschafft, die Druckerei von der Uni nicht privatisieren wurde. Auch genau das, ich verlange auch, versuchen wir auch hier die Linken, auch in Hamburg oder die ganze Arbeiterbewegung zusammenarbeiten mit den Studenten, mit den Arbeitern, weil hier gibt es eine ganze Spaltung. Ich hoffe, dass es passiert genauso wie in Chile, Arbeiter und Studenten zusammen auf die Straße zu gehen.